EHC Olte auf Radio Inside. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank. Lukas Hase, 3-2, Auswärtssieg gegen die GCK Lines nach Verlängerung. Es hat auch ein bisschen Geduld gebraucht, bis man ein bisschen auf die Tour gekommen ist. An was ist es gelegen, dass man vor allem der GCK Lines am Anfang so viele Chancen zugestehen hat müssen? Ja, ich glaube, wir wussten, dass GC im Moment gut drauf ist. Sie laufen sehr viel, sie geben nie auf, sie kämpfen. Und immer wieder ein bisschen glückliche Scheiben gewinnt, wo wir vielleicht ein bisschen zu naiv waren und ein bisschen einfacher hätten sollen spielen. Aber ja, bei meinem Schlussfrau haben wir das Sieg holen können. Die Lions sind dann in Führung gegangen und ihr hättet doch auch zum 1-1 Ausgleich. Sind sogar in Führung gegangen, jetzt auch nach der Verlängerung. Wir haben tatsächlich zwei Powerplay-Goal heute können machen. Das ist ja verrückt, was ihr heute geboten habt in sich. Sachen Powerplay. Wie gut tut es, dass wir heute zweimal im Powerplay können treffen können? Ja, schlussendlich, wenn wir gewinnen, ist es gleich, ob wir es im Powerplay machen oder nicht. Aber es ist natürlich für das Selbstvertrauen, für uns ist es super. Wir haben immer hart daran gearbeitet und ich glaube, wir haben gewusst, wenn wir wirklich geduldig bleiben, irgendwann werden sie reingehen. Und heute war es zum Glück der Fall gewesen. Man weiss es ja dort in Küsnacht, das ist nicht immer ganz einfach. Was ist heute gelegen, dass man als Sieger, zwar erst nach Verlängerung, aber trotzdem als Sieger vom Feld hat können heute? Ja, ich glaube, wir waren sehr diszipliniert gewesen. Wir haben wenig Strafen genommen. Ja, wenn wir Strafen genommen haben, sind sie ein bisschen unglücklich gewesen. Ich glaube, da kann man immer mehr Vorwurf machen. Aber, wir haben gekämpft bis zum Schluss. Wir haben daran geglaubt, dass wir wirklich das Siegstreffen noch schiessen können, auch schon vor der Verlängerung. Und, ich glaube, ihr Goalie hat ein super Match gespielt, das muss man sagen, wie uns auch der Ritz. Aber schlussendlich haben wir das Sieg und das ist das, was wir wollen. Ja. Wir wieder können punkten, zum Sonntag geht es daheim gegen HC La Chaux-de-Fonds. Und Thema HC La Chaux-de-Fonds, da wartet doch irgendwann einmal noch was, ganz Anfang der Saison. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir definitiv noch Rechnung offen. Wir sind dann, sang- und klanglos Hunger im letzten Drittel. Wir wollen sicher dann auch zeigen, was wir nicht das Alte waren, was wir dann haben gezeigt. Also, so wie das tönt, dürfen wir uns freuen am Sonntag von einem Heimspiel. Was für einen Match erwartest du? Gibt es eine harte Sache? Ja, ich glaube, es gibt einen sehr intensiven Match. Es kann sehr einen dreckigen Match geben. Wir müssen auf alles gefasst sein. Aber wir müssen dort einfach entgegenhaben und diszipliniert spielen. EHC Olten auf Radio Inside. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank.